Standing Ovations erhielt die Mannschaft des ASV Hamm-Westfalen am Mittwochabend in der Westpress-Arena, obwohl die Partie gegen die Gäste des SC DHFK Leipzig nur unentschieden endete. Wie es dazu kam, klären wir in den kommenden Minuten. Zu Beginn sah es wirklich gut aus. Der Gastgeber hellwach und gut in der 6-0-Abwehr. Auch Felix Storbeck trug mit etlichen Paraden seinen Teil dazu bei, dass der ASV in Führung ging. Der erste Treffer für den ASV kam gleich durch einen verwandelten 7-Meter durch Kapitän Andreas Simon zustande. Deutlich besser als der Leipziger Torwart Tovas macht es ein paar Minuten später Felix Storbeck beim ersten 7-Meter der Gäste. Gleich zweimal hintereinander vergaben die Hausherren ihre Torchance. Dennoch dominierten sie mit einer 12-8-Führung nach 22 Minuten. Mit 15-13 ging es in die Halbzeitpause. Der SV mit guten Karten für einen Heimsieg. In der zweiten Halbzeit ist der ASV erneut besser im Spiel. Die Gäste jedoch nicht untätig. Schnell schmilzt der 3-Punkte-Vorsprung des ASV von 17-14 auf 17-17. Die Leipziger drehen die Partie, gehen in Führung. Der ASV bleibt auf Augenhöhe, lässt den Gegner nicht davonziehen. Dann kurz vor Schluss eine 2-Punkte-Führung der Gäste. Alles deutet auf eine erneute Heimniederlage hin. Zum Mitfiebern folgt jetzt noch einmal die letzte Minute der Partie. Markus Fuchs wirft den ASV auf 27-28 heran. Dann der Konter der Gäste. Diese versuchen natürlich nichts mehr anbrennen zu lassen und die 2 Punkte mit nach Hause zu nehmen. Dann ein Foul. Die Sekunden verrinnen, der ASV unter Zugzwang. Gefühlte 3 Sekunden vor Schluss pfeifen die Schiedsrichter das Zeitspiel der Gäste. André Sadralla schaltete blitzschnell und feuerte den Ball zu Björn Wiegers. Dieser überwand Gabor Pulai im Tor und trifft in der letzten Sekunde zum 28-28. Die Halle tobt, Standing Ovations und ein feiernder ASV.